Panamericanate besucht Fred Andrade. Mit seiner Frau Clara lebt er über den Höhen von Villa de Leyva. Fred beginnt schon früh morgens mit seiner Arbeit in seinem Atelier. Wir durften ihn eine Woche lang begleiten, wie er für unser Projekt Panamericanate das Bild Traumstraßen dieser Welt malte. Dabei erfuhren wir viel über den Künstler und seine Stationen in Deutschland, in Schweden und in seinem Heimatland Kolumbien. Ja, was denn? Was soll ich denn da sagen? Erzähl einfach ein bisschen aus dem Leben. Bitte? Erzähl einfach ein bisschen aus dem Leben, deine Stationen und jetzt eben hier die Jahre in Villa de Leyva. Tja, ich bin ja bereits 17 Jahre hier in Villa de Leyva. Vorher habe ich in Cali gewohnt, ne? Und da habe ich auch ziemlich viel Erfolg gehabt. Und zwar, weil ich habe mit der Schule, mit dem Kunstkonservatorium in Cali gearbeitet. Und da habe ich viele Künstler und kennengelernt. Und die haben mir viel. Ich habe von denen viel gelernt, ne? Und ich bin mal zum Verein der Stadt eingeladen worden. Da habe ich auch war in Kontakt mit vielen Künstlern und vielen Museums und Galerien. Da habe ich viel gelernt und viel gesehen. Ne? Das war eine ganz riesige Erfahrung, als ich in den Vereinigten Staaten war. Ja, die sind so. Es ist also großzügig und da konnte ich ohne weiteres da vieles lernen. Ne?
dann wollte ich da in Cali so vielleicht mal 8 Jahre, ne? Und dann bin ich nach Villa Alegre gezogen mit meiner Frau und da fühle ich mich ganz wohl, weil ich das Klimat hier so gut kenne. Viele Leute, die hier als Besuch kommen nach Villa Leyva, und das ist für mich ein Vorteil. Ne? Du hast ja hier auch ein schönes Domizil. Bitte? Du hast hier auch ein sehr schönes Domizil. Ja. Mit tollen Blick auf Villa Leyva. Ja, das stimmt, ja. Das ist bestimmt auch Inspiration ja, für dich. Ja, natürlich, ja. Das stimmt. Die Ruhe. Sehr ruhig, ja. Du hast ja früher einen anderen Stil gemalt. Ja, hat sich viel geändert in den letzten Jahren. Ich habe das irgendwie so nötig gehabt, mich ein bisschen freier zu malen, mit so Strikt heißt das. Ja. Und das hat mir viel geholfen. Ich meine, da habe ich vieles neue Dinge schaffen können. Habe ich neue Erfahrungen mit der Farbe und so. Habe ich die Farbe entdeckt dann für sich. Vor vielleicht mal 15 Jahren habe ich ja ganz was anderes gemacht. Eine andere Farbe und andere Kompositionen und so. Aber jetzt ist es viel einfacher für mich. Und, ab und zu malst du ja auch abstrakt. Ja, das tue ich auch. Ja, das mache ich als Experimente. Ich mache das gerne und ist ja ganz was anderes. Ne? Was du gesehen hast, da habe ich immer, dann klebe ich die Dinger da drauf auf dem Leinwand und damit freie Farben und so nichts. Ein bisschen, so ich würde sagen, wie sagt man, realistisch, ne? So. Gibt es da irgendwelche Maler, die dich beeinflusst haben in deinem? Ja, ich würde sagen, vielleicht mal Gauguin, Matisse, auch Picasso, ich sage gerne. Das ist klasse. Und dann das ist ein Künstler, der in Amerika gewohnt hat. Wie ist der jetzt?